Das Gefühl von Freiheit spüren, den Wind in den Haaren und das in jedem Lebensalter. Dank einer Rikscha-Fahrt endlich wieder möglich. Ich finde das wunderbar. Wir sind an der Darmstädter Seniorenresidenz Fiedlersee. Helga Axer wird hier mit einer Rikscha-Fahrt überrascht. Vor kurzem hatte sie bereits ihre erste Fahrt. Die 85-Jährige ist aber auch heute wieder aufgeregt. Sozialdienstleisterin Carola Schmitz leistet ihr deswegen Gesellschaft. Unser Herz klopft so besonders stark. Tschüss, bis wir uns wiedersehen. Ne? Genau. Spaziergänge draußen sind für die 85-Jährige kaum noch möglich. Vorne auf der Rikscha kann sie die Natur, alltägliche Dinge wieder wahrnehmen. Und guck mal, mein Liebling, auch da ist er. Und das kann man alles sehen, wenn man Fahrrad fährt, gell? Oh. Gelenkt wird die Rikscha von einem der Freiwilligen des Stadtteilvereins Darmstadt Erheilgen. Die Idee, ursprünglich aus Dänemark, haben sie vor 2 Jahren nach Darmstadt geholt. Mithilfe von Spenden zählen mittlerweile 2 Rikschas zu ihrem Besitz für 1 bis 2 Ausflüge in der Woche. 6.000 bis 11.000 Euro kosten die speziell angefertigten Räder. Doch sie lohnen sich, weiß Carola Schmitz. Wir haben eine Bewohnerin, die fällt mir gerade ein, die ist wirklich blind. Und für mich war beeindruckend, dass sie gesagt hat, ich will da einmal mitfahren. Ich bin immer Fahrrad gefahren. Ich kann es nicht mehr, weil mein Augenlicht weg ist. Aber ich will noch mal dieses Gefühl und diesen Wind haben. Und sie kam mit Tränen in den Augen zurück. Wilfried Weisbeck und Magitta Noé nutzen die Rikscha-Fahrt gerne gemeinsam. Der 73-Jährige und die 76-Jährige haben sich in der Seniorenresidenz kennengelernt, sind ein Paar geworden. Magitta Noé gilt hier als zurückhaltende Person. Auf der Rikscha kommt sie aber plötzlich ins Plaudern. Ich brauche da die Wälder und die Bäume und alles. Ne? Ich bin ein natürlicher Mensch. Die Rikscha-Fahrt, sie macht etwas Besonderes mit den Senioren und Seniorinnen. Es lässt Erinnerungen aufleben. Wenn viele Sachen nicht mehr gehen, wenn sie nicht mehr reden können, wenn sie sich im Hier und Jetzt nicht mehr zurechtfinden, dann sind das die Schlüssel dazu. Und vorhin die eine Dame hat gesagt, das Mühlchen, ja, da bin ich schwimmen gegangen. Ja, können wir nicht heute noch mal schwimmen? Und sie fangen an, ihre Lebensgeschichten uns zu erzählen. Und das ist einfach Gedächtnistraining der feinsten Art. Rikscha fahren muss allerdings gelernt sein. In einer 2-tägigen Schulung mit Vereinsleiter Franz Verwein ist neben der Fahrtechnik auch der Umgang mit den SeniorInnen Inhalt. Wie gehe ich mit den Menschen um? Die müssen ja vielleicht benötigen Hilfe, um sich hier reinsetzen zu können. Und was wir schon gemerkt haben, im Winter spüren diese alten Menschen nicht mehr, wenn sie kalte Füße haben. Und da muss man einfach ein bisschen fürsorglich sein und auch immer wieder rückfragen, ist es okay, gefällt es dir? Wir wollen ja keine Angst verbreiten, sondern es soll Freude machen. Es ist bereits die 3. Rikscha in Planung. Noch fehlt es an Spenden und vor allem an freiwilligen Fahrern. Ja, und wir würden gerne und freuen uns wirklich groß, wenn Menschen jung oder alt dazukommen und sagen, oh, das will ich mal probieren mit meinem Opa, mit meinem Vater. Denn wir möchten wachsen und diese Idee weiter verbreiten in Darmstadt überhaupt. Und so noch vielen weiteren Senioren und Seniorinnen schöne Momente verschaffen. Es grünen die Wälder, die Höhen, lalala. La 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 la